Ihnen, Herr Professor Dr. Genzel, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben, uns allgemeinverständlich auf den neuesten Stand der Astrophysik zu bringen. Es heißt, wenn man ihn besucht in seinem Büro, dann ereignen sich auf dem PC kosmische Vorgänge ganz besonderer Art. Wo früher, als ich Student war, viel Spekulation geherrscht hat, das war schon fast Philosophie, ist es jetzt harte Naturwissenschaften im Sinne von Messungen. Wir wissen, wie alt das Universum ist, der Urknall und alle diese Dinge. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel sind die Exoplaneten. Also die Menschheit hat ja philosophiert seit Jahrtausenden, ob es möglicherweise andere Welten gibt, wie die Planeten um unser Sonnensystem. Und jetzt haben wir 1000. Ja. Ich glaube, da kann jeder ein Gefühl für entwickeln, ob das also sozusagen eine Märchengeschichte ist oder ob das was ist, was sozusagen handfeste Wahrheit ist. Einfach mit dem normalen Menschenverstand, den man ja hat, einfach zuzuhören, zuzusehen, wir haben ja auch schöne Bilder, ob das, was man da hört, plausibel ist. Ja? Also die harten Naturwissenschaften können sozusagen durch eine Verbindung zwischen Empirie, Messungen, die wiederholbar sein müssen, und einem theoretischen grundfesten Gebäude, was also dazu passt, Vorstellungen schaffen, die eine neue Form von Wahrheit sind. Also eine Wahrheit, die nicht einfach durch Glauben oder durch irgendeine andere Form der Behauptung widerlegt werden kann. Viele der Dinge, die wir als Wahrheit sehen, müssen im Laufe der Zeit erweitert werden. Es kommt relativ selten vor bei den wirklichen harten Dingen, dass sie sozusagen umgestoßen werden. Aber das kann auch passieren, kann passieren. In den meisten Fällen wird es erweitert durch neue Vorstellungen, die sozusagen das Wissensgebäude nach außen bringen. Also die Forschung ist was Tolles, sagen alle Forscher eigentlich, die damit beschäftigt sind. Einfach etwas Neues zu entdecken, was vorher noch nie jemand wirklich festgestellt hat, ist einfach ein tolles Erlebnis, muss man einfach sagen. Im Prinzip sind wir meiner Ansicht nach dadurch Mensch, dass wir zum Beispiel auch solche Dinge tun. Dass wir uns fragen, was das Universum ist. Und jetzt will ich die Religion nicht reinbringen, aber das ist natürlich auch ein Teil des Ganzen, das zu verstehen, was um uns herum ist. Die Menschheit hat über Jahrtausende philosophiert und spekuliert, ob es möglicherweise Sonnensysteme wie unsere eigenes gibt. Und daran schließt sich natürlich weitergehend die Frage ab, ob es in solchen Planetensystemen möglicherweise Leben gibt und so weiter und so fort. Und vor weniger als 20 Jahren wurde der erste extrasolare Planet dingbar gemacht. Jetzt haben wir mehr als 1000. Und wir sind also kurz davor, auch die Atmosphären, die Zusammensetzungen, chemischen Zusammensetzungen von solchen extrasolaren Planeten im Einzelnen anzuschauen. Vielleicht nicht mehr in unserem Lebenszeitalter, aber doch in der nächsten Generation wird man sicherlich studieren können, ob es auf solchen Planeten Sauerstoff gibt und Ozon. Ich finde das faszinierend, unglaublich faszinierend, was die Menschheit tun kann.